Hallöchen zu meinem neuen Video. Schön, dass du wieder da bist. Heute machen wir Eis. Darauf habe ich echt schon sehr lange Lust und jetzt endlich machen wir es. Ich habe hier so fancy Förmchen von dem großen schwedischen Möbelhaus, in dem jeder sicherlich schon mal war. Die sind schon ein bisschen älter. Die habe ich im Keller gefunden und dachte mir, perfekt, das machen wir. Ich habe gerade gemessen, in eins passen 50 Milliliter ungefähr. Ich muss das aber sagen, das ist mir ein bisschen zu klein. Und ich habe hier noch ein paar Schälchen. Da mache ich einfach noch ein bisschen mehr. Und das Ganze wird richtig einfach und auch gesund. Also eine sehr gesunde, leckere, einfache Alternative zum fertig gekauften Eis. Und zwar brauchen wir nur fünf Zutaten, nämlich Joghurt, Erdbeeren. Ja, ist jetzt langsam Ende in Sicht, also muss man noch mal ein bisschen mit Erdbeeren was machen, dachte ich. Natürlich kannst du auch alles mögliche andere Obst nehmen. Ich nehme Erdbeerbanane und dann ein bisschen zum süßen Agavendicksaft und ein bisschen Vanille. Ja, und das war's auch schon. Also wirklich gut zum selber machen im Sommer, wenn man ein bisschen Platz im Gefrierfach hat. Und da ich letzte Woche, vor zwei Wochen, Fischstäbchen in der Gefriertruhe, also in meinem Tiefkühlfach hatte, die sind jetzt aufgegessen, waren sehr lecker. Welche ich genau getestet habe, verlinke ich dir mal hier oben. Genau, jetzt ist wieder Platz für Eis. Und das Wetter ist heute passend auch mal wieder besser und es regnet nicht. Das ist auch sehr schön. Okay, viel gequatscht. Ich lege jetzt mal los. Als erstes püriere ich die Erdbeeren. Denn die will ich oben in dem Eis drin haben, so als Spitze quasi. Und dann kommt Banane, Joghurt dazu. Jetzt erstmal Erdbeeren. Ich nehme jetzt einfach irgendeine Menge und alles, was nicht hier in die Förmchen reinpasst, werde ich dann da reinfüllen. Ist mal ein bisschen freier und flexibler und muss nicht alles genau abwiegen. Zu den Erdbeeren gebe ich jetzt noch ungefähr so die Hälfte von dem Agavendicksaft und dann wird es püriert. Dieses Jahr, fällt mir gerade ein, habe ich gar keine Erdbeermarmelade gemacht. Aber letztes Jahr. Mal testen, wie süß es ist. Perfekt. Gut, dann wird das jetzt hier abgefüllt. Okay, und dann kommt die Banane. Die püriere ich jetzt auch. Ich bin jetzt mal ganz faul und spüle das nicht dazwischen, weil es wird ja sowieso auch gleich vermischt. Warum sich die Arbeit machen? Ich glaube, ich nehme jetzt aber nur die Hälfte der Banane. Dann kommt Joghurt dazu. Und dann Vanille. Und nicht vergessen, der restliche Agavendicksaft. Oder Zucker. Oder Honig. Oder mit, je nachdem, was du süßen willst. Und wieder mixen. Und natürlich solltest du auch hier testen, ob es schmeckt. Perfekt. Und dann kommt auch die Joghurt-Bananenmasse drauf. Wenn ihr hier mehr Formen habt, dann empfehle ich euch absolut, das in einen Messbecher zu füllen und dann zu schütten. Jetzt bei der kleinen Menge ist das unsinnig für mich. Aber wenn ihr hier mehr von diesen Förmchen habt, dann macht es absolut Sinn, das umzufüllen und schneller zu schütten. Ich habe eins mit Erdbeer vergessen. Wie konnte das passieren? Nein! Naja, dann kommt hier oben drauf Erdbeer. Und der restliche Joghurt kommt jetzt in die anderen Schälchen. Jetzt kommen noch die Stiele drauf. Okay, ich hatte kurz Angst, dass es ein bisschen voll ist. Aber passt. Und dann ist es auch schon fertig und kann eingefroren werden. Sieht doch jetzt schon ganz gut aus, oder? Okay, da die so klein und dünn sind, glaube ich, brauchen die nicht allzu lange. Und sollten halt Nachmittag fertig sein. Und ich freue mich schon sehr drauf. Also jetzt ab ins Gefrierfach. Ich hoffe, dir hat dieses Video wieder gefallen. Es war wieder eine kleine Inspiration für den Alltag. Ja, und vielleicht eine gesunde und schnell selbstmachende Alternative zum gekauften Eis. Ich werde diese Förmchen jetzt wieder definitiv öfter benutzen. Ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Folgt mir doch übrigens auch gerne auf Instagram für mehr Inspiration im Alltag und ein bisschen mehr Behind the Scenes. Bis bald. Ciao.